Die USA hat einen neuen Präsidenten und er ist schwarz. Die Wahl von Obama wäre vergleichbar mit der Wahl eines Algerienstämmigen zum Präsidenten von Frankreich oder eines Türkischstämmigen zum Bundeskanzler. Wir sind noch nicht so weit. Noch nicht. Und vielleicht kommt ja eines Tages der Bundeskanzler aus dieser Region, egal welchen Stamm er hat, die dann heißt Stadt Ruhr, Ruhrstadt oder ähnlich. Und genau dies, meine Damen und Herren, ist die wichtigste Veränderung, die diese Region braucht. Und diese Veränderung ist überfällig. Wir müssen endlich auf die Landkarte kommen. Wir müssen wahrnehmbar sein.